Hallo zusammen. So, wir wollen uns heute mit dem neuen Text von Thomas Nagel auseinandersetzen, nämlich dem über das Subjektive und das Objektive. Nagel setzt sich in diesem Text mit einem Grundproblem in der Philosophie auseinander, das uns schon vertraut ist aus unserem Text über die Fledermäuse, nämlich wie sind das Subjektive und das Objektive miteinander vereinbar? Die Idee in diesem Text hier ist jetzt, dass dieses Problem von Subjektivität und Objektivität eigentlich in verschiedensten Bereichen der Philosophie immer wieder auftaucht. Es ist, vielleicht sagen wir mal, unter der Oberfläche latent zwar immer vorhanden, aber nicht direkt erkennbar. Es ist trotzdem da. Es lässt sich allerdings, auch wenn es in sehr verschiedenen Bereichen der Philosophie auftaucht, immer in eine gemeinsame Form bringen. Aus den verschiedenen philosophischen Debatten, könnte man mit Nagel sagen, lässt sich dieses reine Problem der Subjektivität und Objektivität sozusagen destillieren. Das Programm für den Aufsatz, das Programm, das wir uns hier vorgenommen haben, das sieht also in ungefähr so aus. Schritt Nummer 1 besteht darin zu zeigen, dass dieses Problem von Subjektivität und Objektivität in verschiedensten Bereichen der Philosophie auftritt und zu zeigen, warum es in diesen unterschiedlichen philosophischen Debatten eine Rolle spielt. Und dann Schritt 2, uns zu überlegen, wie das Problem im Allgemeinen gelöst werden könnte. So, schauen wir uns jetzt also heute zunächst mal ein paar von den Problemen an, um die es dem Nagel geht. Das erste Problem, das er anspricht in diesem Text, ist das Problem der Sinn des Lebens. Ein ganz klassisches Problem der Philosophie. Was ist der Sinn des Lebens? Und für manche Leute ist das sogar das wichtigste Problem oder das prototypische Problem, das ihnen überhaupt erst einfällt, wenn sie an Philosophie denken. Was ist der Sinn des Lebens? Nun, bei diesem Problem, worum geht es da eigentlich? Also, wenn wir nach dem Sinn von etwas fragen, dann wollen wir wissen, wozu das Ganze? Was soll das alles? Wir können das auch so formulieren, dass wir sagen, es geht um den Zweck oder es geht um das Ziel, das mit einer Sache verbunden ist. Wenn das, was wir anstreben, was also unsere Ziele sind und die Mittel, die wir ergreifen, um diese Ziele zu erreichen, also das, was wir tun, wenn das im richtigen Verhältnis zueinander steht, dann finden wir, dass das, was jemand tut, sinnvoll ist oder dass es Sinn hat. Man könnte auch sagen, wir glauben dann, dass diese Person vernünftig handelt. Also ein bisschen abstrakt, versuchen wir es uns an einem simplen Beispiel klarzumachen. Sie gehen im englischen Garten spazieren und sehen Leute, die laufen da die Wiese rauf und runter, kilometerlang immer im Kreis. Warum tun die das? Fragen also, was ist der Sinn der ganzen Sache? Welchen Zweck hat das, was die Leute da tun? Welches Ziel verfolgen die damit? Nun, wenn Sie einen von denen anhalten und fragen, was soll denn das eigentlich alles hier, könnten Sie wohl als Antwort kriegen, naja, ich gehe halt laufen, um fit zu bleiben. Ich will gesund bleiben, ich will meine Kondition, meine Ausdauer verbessern und so weiter und so fort. Warum also tut man das Ganze? Nun, um gesund zu bleiben. Oder anderes Beispiel, jemand erzählt Ihnen, er hat sich jetzt einen zweiten Job zugelegt, geht nach Feierabend nochmal woanders arbeiten, in der Burgerbraterei oder was weiß ich, um mehr Geld zu verdienen. Sie fragen ihn, ja, und wozu, welchen Sinn hat dieser Extrajob? Dann könnte der Ihnen zum Beispiel antworten, ja, ich will mir damit mein neues Auto finanzieren oder so etwas. Also der Sinn einer Sache, das ist der Zweck oder das Ziel, was verfolgt wird mit dieser Sache. Es muss jetzt nicht für jeden nachvollziehbar sein, was das Ziel ist, das eine bestimmte Person mit ihren Handlungen anstrebt. Es ist durchaus möglich, dass Leute Ziele verfolgen, die sie persönlich für nicht nachvollziehbar halten. Darauf kommt es jetzt allerdings nicht an. Es kommt nur darauf an, dass es überhaupt solche Ziele gibt, die eine Person mit ihrem Handeln verfolgt. Ziele, so wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, sind subjektiv. Diese Ziele werden aus der Innenperspektive, aus meiner eigenen Perspektive heraus gesetzt und auch gerechtfertigt.
Also nehmen wir nochmal diesen Kerl, der sich da den extra Job zugelegt hat, um sich ein neues Auto zu kaufen. Sie können ihn fragen, warum willst du mehr arbeiten gehen? Und er wird Ihnen sagen, ja, ich will mir einen Campingbus oder sowas kaufen. Dann können Sie weiterfragen, also dieses Ziel, das er jetzt genannt hat, weiter hinterfragen, warum willst du ausgerechnet einen Campingbus haben? Und dann sagt er Ihnen wahrscheinlich sowas wie, ja, ich wollte schon immer einen Roadtrip die Mittelmeerküste entlang machen, Frankreich, Spanien, Portugal, irgendwie sowas. Okay, dann ist das Ziel durch das nächste Ziel gerechtfertigt worden. Und warum könnten Sie weiterfragen, willst du so einen Roadtrip machen? Und wahrscheinlich würde er an dem Punkt dann einfach sagen, ja, das macht mir halt Spaß. Das ist etwas, was mir gefällt. Und dann fragen wir nicht mehr weiter nach oder merken, dass die Diskussion hier irgendwie an ein Ende gelangt ist. Jedes Ziel kann prinzipiell hinterfragt werden und durch ein neues Ziel begründet werden. Ich kann diese Warum-Frage immer wieder stellen, bis irgendwann ein Ziel erreicht ist, das sozusagen selbstevident ist, wenn wir es technisch ausdrücken wollen. Die Sache ist jetzt allerdings, diese Begründungen, die ich angebe, sind immer nur Begründungen durch meine Ziele, durch meine subjektiven, persönlichen Ziele. Ich kann aber jetzt auch eine Außenperspektive auf mein Leben annehmen. Ich kann mich quasi von außen betrachten, so aus dem Gottesblick auf mich herabschauen und dann die Frage stellen, warum will ich eigentlich jetzt gerade dieses Auto haben? Oder warum will ich gerade diesen Job haben, in dieser Stadt wohnen oder diese Person heiraten? Warum eigentlich das alles? Was aus meiner subjektiven Perspektive durchaus Sinn macht und gut begründet werden kann. Wenn ich jetzt aber die Frage aus der objektiven Perspektive stelle, dann muss ich wahrscheinlich zugeben, es gibt keinen objektiv richtigen Grund, warum ich dieses Auto haben will, warum ich diesen Job haben will, warum ich in dieser Stadt wohnen will, warum ich diese Person heiraten will und so weiter und so fort. Sie verstehen das Prinzip. Es gibt keinen objektiven Grund, warum diese Dinge, gerade diese Dinge, besser sein sollten als irgendwelche anderen Dinge. Alle Gründe, die ich dafür angebe, warum ich das will und nicht das andere, sind rein subjektiv, sind meine Ziele. Also, was subjektiv sinnvoll erscheint, das ist objektiv gesehen willkürlich oder beliebig. Es könnte genauso gut anders sein und es gibt keinen objektiven Grund, warum es nicht auch anders sein sollte. Das Ergebnis dieser Doppelbetrachtung ist Absurdität. Das Leben erscheint uns absurd, weil es einerseits so ist, dass wir bestimmte Dinge subjektiv gesehen für wichtig halten und wahrscheinlich gar nicht anders können, als diese Dinge für wichtig zu halten. Aber andererseits können wir auch einsehen, dass es objektiv betrachtet gar nicht so ist, dass diese Dinge so wichtig und sinnvoll sind. Das Problem an der Stelle ist, beide Perspektiven sind zwar unvereinbar, aber beide Perspektiven sind dennoch berechtigt. Die subjektive Perspektive kann beanspruchen, dass sie die einzig richtige ist. Wir leben unser Leben halt nicht im Allgemeinen oder subspecie aeternitatis, sondern wir leben unser Leben, dieses konkrete Leben, das wir haben. Nagel schreibt das in seinem Text ungefähr so. Er sagt, das Leben wird aus der Innenperspektive herausgelebt und Fragen nach Wert und Sinn sind nur dann sinnvoll, wenn sie aus dieser Perspektive herausgestellt werden können. Es ist also gleichgültig, dass mein Leben unter einem externen Gesichtspunkt gleichgültig ist. Also die subjektive Perspektive kann sagen, das hier ist der richtige Blickwinkel. Andererseits die objektive Perspektive kann behaupten, sie korrigiert die Verzerrungen unseres subjektiven Weltbildes. Denn wer die Welt nur aus dem eigenen Blickwinkel, nur durch die eigene Perspektive sieht, der übersieht ja das meiste. Jede subjektive Perspektive muss automatisch unzählige Aspekte der Welt einfach ausblenden. Nehmen wir mich selbst als Beispiel. Also ich bin jetzt zufälligerweise, könnte genauso gut anders sein, ein männlicher Mensch im Europa, westlichen Europa des beginnenden 21. Jahrhunderts. Und natürlich bringen diese ganzen kontingenten Faktoren einen Einfluss mit auf das, was meine Interessen, meine Werte, meine Ziele und so weiter und so fort sind. Aber warum sollten jetzt diese sehr, sehr spezifischen Zeit, Ort, Kultur, Geschlechts und so weiter gebundenen Faktoren die einzig relevanten sein? Warum sollten meine hochgradig spezifischen und individuellen Ziele die einzig richtigen sein? Das erscheint absurd oder geradezu narzisstisch. Wenn ich meine eigenen Ziele reflektieren möchte,
Wenn ich begründen möchte, warum ich das will, was ich will, warum ich die Ziele habe, die ich habe, dann muss ich mich selbst von außen betrachten. Dann muss ich meine Ziele aus diesem objektiven Blickwinkel hinterfragen. Ansonsten, Narzissmus und Egoismus sind das Ende. Also, Absurdität ist ein unvermeidliches Nebenprodukt unseres Daseins. Wir müssen das Leben aus unserer subjektiven Perspektive heraus leben und wir müssen es aus dieser subjektiven Perspektive als sinnvoll empfinden, aber wir müssen es auch aus der objektiven Perspektive betrachten und hinterfragen und dann erkennen, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist. Einerseits sinnvoll, andererseits sinnlos, beides prallt zusammen, das Resultat Absurdität. Das zweite Problem, an dem Nagel diesen Gegensatz von Subjektivität und Objektivität klar macht, ist das Problem der Willensfreiheit. Auch das ein klassisches Problem der Philosophie, Sie kennen es wahrscheinlich. Es geht um die Frage, ob unsere Handlungen determiniert sind, also das heißt durch vorherige Ereignisse bereits bestimmt, oder ob wir in unserem Handeln frei sind. Subjektiv gesehen haben wir natürlich den Eindruck, frei zu sein, aber objektiv gesehen sind wir andererseits Teil der physischen Natur. Und in dieser physischen Natur ist alles durch und durch kausal determiniert. Wie kann es sein, dass wir einerseits das Gefühl haben, da raus zu sein, aber andererseits ganz objektiv zugestehen müssen, dass wir Bestandteil dieser kausal determinierten Natur sind? Nagel sagt, das läuft auf die Frage hinaus, ob es überhaupt so etwas wie echte Handlungen gibt oder ob das nur Verhalten ist. Also um sich den Unterschied klar zu machen, wenn Sie beispielsweise aus Versehen irgendwo zu Besuch sind, stolpern und eine Vase umstoßen, dann ist das keine Handlung, dann ist das bloß ein Ereignis oder ein Verhalten von Ihnen. Es ist was ganz anderes, als wenn Sie diese Vase mit Absicht umwerfen. Das wäre eine Handlung. Wir fragen uns jetzt, sind alle Dinge, die wir tun, einfach nur Ereignisse, in die wir sozusagen involviert sind? So wie Sie, wenn Sie aus Versehen die Vase umstoßen, dann sind Sie einfach in die Zerstörung der Vase involviert, ohne dass Sie aktiv einen Teil dazu beigetragen haben durch Ihre Absichten. Oder ist das, was wir tun, wirklich eine echte Handlung? Handlungen liegen dann vor, wenn wir selbst Urheber der Ereignisse sind, die wir verursacht haben. Also nicht bloß Ursache, sondern Urheber. So, aber was unterscheidet denn jetzt eigentlich eine bewusste Handlung von einem bloßen Ereignis? Nun, der Nagel nennt hier eine ganze Reihe von Beispielen, was als Unterscheidungskriterium dienen könnte und was immer so in der Diskussion aufgeführt wird. Also da könnte man beispielsweise nennen, ja, die Intentionen oder die Absichten sind mit Handlungen verbunden, aber eben nicht mit Ereignissen. Man könnte sich auf Wünsche zweiter Stufe beziehen, also Sie wollten nicht nur den Schokokuchen essen, das wäre Verhalten, das kann auch Ihr Hund, obwohl der sollte besser keinen Schokokuchen essen. Sie haben in der Situation auch den Wunsch zu haben, einen Schokokuchen zu essen. Also Sie können bewusst Stellung nehmen zu Ihrem eigenen Wunsch. Oder vielleicht ist es auch die Abwesenheit von Zwängen, also dass es keine externen Beweggründe gibt, die Ihr Verhalten beeinflussen und so weiter und so fort. Über all diese Kriterien ist eine Menge philosophische Literatur verfasst worden. Nagel sagt, ja schön und gut, das mag alles notwendig sein, damit wir von Handlungen sprechen können, aber hinreichend ist es noch nicht. Also das heißt, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, von denen ich gerade geredet habe, dann ist es keine Handlung, ganz klar. Aber wenn sie erfüllt sind, dann ist es noch nicht genug. Das reicht noch nicht aus, um sagen zu können, wir haben es hier mit einer Handlung zu tun. Also, um es nochmal einem einfacheren Beispiel klar zu machen, Großväter sind notwendigerweise Männer. Das heißt, wer kein Mann ist, der ist garantiert kein Großvater. Also jede Frau, die Sie treffen können, egal wie alt sie sein mag, egal wie viele Kinder sie haben mag, ist kein Großvater. Geht nicht. Aber auf der anderen Seite umgekehrt, ein Mann zu sein reicht eben noch nicht aus, um auch ein Großvater zu sein. Also man muss mindestens mal Enkelkinder noch dabei haben. Also das ist gemeint mit notwendig, aber nicht hinreichend. So, dann könnte man jetzt sagen, na gut, dann kommt es eben darauf an, dass diese Ereignisse eben nicht determiniert sind, um frei zu sein. Aber Nagel greift auch da wieder ein und sagt, nee, das ist auch nicht genug. Es reicht nicht aus, dass ein Ereignis nicht determiniert ist oder nicht kausal verursacht ist, um eine freie Handlung zu sein. Unverursachte Ereignisse
wenn es sowas überhaupt geben sollte, sind keine Handlungen, sondern Zufall. Also wenn Sie die Münze werfen und es landet Kopf und nicht Zahl, ja, dann ist das vielleicht tatsächlich nicht determiniert. Aber es war keine Handlung. Es muss also irgendwas Extras geben, etwas Zusätzliches, das hinzukommt und das ein zufälliges Ereignis von einer echten Handlung unterscheidet. Bloß, was soll das sein? Nagel diskutiert noch so eine andere Möglichkeit, was es vielleicht sein könnte. Er spricht hier von der Urheberkausalität. Agent Causation ist das im Englischen. Die Idee hier ist, dass Handlungen nicht von vorherigen Ereignissen verursacht werden, sondern von Urhebern. Handlungen, die von Ereignissen verursacht werden, wären nicht frei. Das wäre wieder der Determinismus. Ein Urheber hingegen wäre jemand oder etwas, der von sich aus spontan eine Kausalkette beginnen kann, ohne dass die von vorherigen Ereignissen determiniert wäre. Das hat einerseits den Vorteil, dass man weiterhin behaupten kann, alles ist kausal verursacht, also die physische Natur behält ihre kausale Geschlossenheit. Aber andererseits sind die Handlungen trotzdem nicht durch vorherige Ereignisse determiniert. Sie sind also frei, aber eben nicht zufällig. Denn der Urheber springt ja da ein. Es ist nicht einfach eine unverursachte Handlung, ein unverursachtes Ereignis, sondern ein von etwas anderem als Ereignissen verursachtes Ereignis, nämlich von einem Urheber. Das ist die Idee, aber Nagel verwirft auch das. Er sagt dann nämlich ganz einfach, wenn Sie nochmal in den Text schauen mögen, das Problem besteht darin, dass die Auffassung von einer Handlung als einem Ereignis, das kausal mit anderen Ereignissen verknüpft ist, keinen Raum dafür lässt, dass jemand sie vollzieht. Aber es stellt sich heraus, dass eben auch dann kein Raum dafür bleibt, dass jemand eine Handlung vollzieht, wenn man sie als ein Ereignis betrachtet, das nicht mit anderen Ereignissen kausal verbunden ist. Also, Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Wenn die Handlung verursacht ist, ist sie nicht frei. Wenn sie nicht verursacht ist, dann ist sie auch nicht frei. Auch hier, und das ist jetzt Nagels Interpretation dieses Problems, auch hier prallen wieder die objektive und die subjektive Perspektive aufeinander. Aus der subjektiven Perspektive heraus sind Handlungen Dinge, die ich tue. Sie sind nicht etwas, was einfach nur so geschieht. Ich kann aus meiner subjektiven Perspektive heraus ganz klar unterscheiden zwischen Dingen, die mir zustoßen, die mir passieren, und solchen, die ich aktiv, freiwillig tue. Nehmen Sie mal als Beispiel, Sie treten mit dem Fuß gegen ein Steinchen, das auf dem Boden liegt. Dann fühlt sich das für Sie ganz klar nach einer freien Handlung an, etwas, das Sie tun. Sie können das ganz klar unterscheiden von dem Kniesehnenreflex, den Sie beim Arzt haben, wenn der Ihnen mit dem Hämmerchen auf die Patellasehne klopft. Auch dann bewegt sich Ihr Fuß, auch dann könnten Sie quasi ein Steinchen wegtreten, das da vor Ihnen liegt. Aber das war keine freie Handlung. Und Sie kennen den Unterschied. Wenn Sie nochmal an die Formulierung aus dem Fledermausaufsatz denken, wie es ist, dann ist Ihnen ganz klar, wie es ist, etwas freiwillig zu tun und wie es ist, dieselbe Sache gezwungenermaßen zu tun oder nicht zu handeln, sondern involviert zu sein in ein Ereignis. Sie kennen den Unterschied, auch wenn sich dieser Unterschied objektiv gesehen eigentlich an nichts festmachen lässt. Was ich tue, das ist kein Ereignis. Es ist überhaupt keine Form von Ereignis. Es ist eine Handlung. Es ist etwas, was sich nicht ereignet, sondern was ich tue. Aber aus der objektiven Perspektive gibt es keinen erkennbaren Unterschied zwischen Handlungen und Ereignissen. Alles ist nämlich kausal erklärbar. Auch meine Handlungen sind kausal erklärbar. Man kann fragen, warum hast du das getan? Und ich kann darauf eine Antwort geben. Das Ganze spielt auch in die Ethik mit rein, hat nämlich Relevanz für das Problem der moralischen Verantwortung. Man kann andere nur dann verantwortlich machen für etwas, was sie tun, wenn sie selbst auch Urheber dieser Handlungen sind. Also, wenn ich beispielsweise bei jemandem zu Besuch bin und lasse mich unbedacht auf das Sofa fallen und zerquetsche dabei, ohne es zu wollen, den Chihuahua der Gastgeberin, der da gesessen hat, dann kann man mich nicht dafür verantwortlich machen, denn es war keine freie Handlung. Es ist was ganz anderes, wenn ich den Chihuahua da sehe und beschließe, ich will mich da drauf setzen und setze mich dann da drauf. Dann kann man mich dafür verantwortlich machen. Also beide Ereignisse mögen objektiv betrachtet die gleichen sein, aber die subjektive Perspektive,
War es eine freie Handlung oder war es bloß ein Ereignis, das mir zugestoßen ist? Die subjektive Perspektive, die ist hier absolut relevant. Sie ist unverzichtbar, weil sie eine moralische Bedeutung hat. So, das dritte Problem, das Nagel anspricht, das ist das Problem der personalen Identität. Also hier geht es dann um die Frage, was macht mich im Verlauf der Zeit zu ein und derselben Person? Wieso bin ich heute noch derselbe wie vor 10 Jahren? Nagel formuliert das etwas technischer. Er sagt, was garantiert denn eigentlich, dass zwei voneinander zeitlich getrennte Erlebnisepisoden zu ein und derselben Person gehören? In dem Feld der personalen Identität werden in der Philosophie ganz oft Gedankenexperimente verwendet und wir können gerne auch mal so ein Gedankenexperiment hier verwenden, um uns klarzumachen, wo eigentlich das Problem liegt. Also, stellen Sie sich vor, Sie sollen per Teletransporter zum Mars gebeamt werden, also so wie Star Trek irgendwie in der Art. Das heißt, Sie stellen sich irgendein komisches Gerät rein. Dieses Gerät scannt die Position von jedem Atom in Ihrem Körper, zerlegt sie dann in ihre atomaren Einzelteile, überträgt dann die Information auf den Mars und auf dem Mars steht ein ganz analoges Gerät. Das setzt dann anhand des Bauplans, anhand der Information, die übertragen worden ist, ihren Körper auf dem Mars Atom für Atom wieder zusammen. So, wird das, was diese Person, die auf dem Mars aus der Maschine heraustritt, wird das, was diese Person erlebt, ihr Erlebnis sein oder nicht? Sind Sie das oder ist das jemand anderes? Auch hier sind verschiedene Vorschläge gemacht worden, was als Kriterium dafür dienen könnte, dass diese Person dieselbe ist oder nicht dieselbe ist. Nagel nennt da so ein paar, zum Beispiel, ja, vielleicht ist es psychische Kontinuität, also wenn ich dann auf dem Mars noch dieselben Erinnerungen habe, wie zu dem Zeitpunkt, als ich auf der Erde in den Transporter gestiegen bin, oder wenn ich mich in meinem Charakter nicht verändert habe oder wenn die Gedanken, die ich gehabt habe, noch da sind, dann bin ich wohl dieselbe Person. Oder man könnte auf der anderen Seite sagen, es muss körperliche Kontinuität vorhanden sein und hier hat mein Körper aufgehört zu existieren, es ist einfach ein neuer Körper geschaffen worden, also bin ich nicht mehr dieselbe Person. Aber Nagel wendet auch hier wieder ein, nichts davon scheint sicherzustellen, dass es auch tatsächlich ich bin, der am Ende aus dem Teletransporter raussteigt. Also er schreibt, angenommen irgendeine beliebige zur Diskussion gestellte Menge von Bedingungen sei tatsächlich erfüllt, so erhebt sich sofort die neue Frage, ob wir es unter diesen Bedingungen immer noch mit demselben Subjekt zu tun haben oder nicht. Wir können also immer fragen, ja, psychische Kontinuität, die ist jetzt hier gewährleistet, aber bin auch das noch ich? Oder wir könnten sagen, ja, der Körper ist in irgendeiner Weise weiter fortgesetzt worden, aber nur weil das jetzt noch derselbe Körper ist, bin das immer noch ich. Egal, was für Bedingungen wir nennen, wir können immer die Frage stellen, bin ich es wirklich noch? Eine beliebte Lösung in der Philosophiegeschichte ist es zu sagen, ja, es muss dann halt eben so etwas wie ein metaphysisches Ego geben. Und das spricht Nagel auch nochmal ganz kurz an hier. Das kann eine unsterbliche Seele sein beispielsweise oder so eine Art kartesische Res cogitans, also eine denkende Substanz, die dann der Träger von personaler Identität wäre. Also die gleiche Seele, die gleiche Substanz bedeutet, ich bin es immer noch. Aber auch das verwirft Nagel. Er sagt, nee, das kann nicht sein. Dann müssten wir uns nämlich immer fragen, und was garantiert bitteschön, dass dieses Ding, diese Seele zum Beispiel, über die Zeit hinweg die gleiche bleibt? Also würde diese Seele hier, die ich jetzt habe, in 10 Jahren immer noch die gleiche sein? Und wenn ja, warum, bitteschön? Der John Locke diskutiert das in seinem Versuch über den menschlichen Verstand im 2. Buch, 27. Kapitel, über die Gleichheit und Verschiedenheit sehr ausführlich. Er bringt dann nämlich das interessante Beispiel von der Seelenwanderung. Also stellen Sie sich vor, durch irgendeinen merkwürdigen Zufall finden Sie heraus, dass Sie in sich aktuell die Seele tragen, die früher einmal die Seele des Sokrates gewesen ist. Würde das bedeuten, dass Sie Sokrates sind? Nein, sagt Locke, würde es nicht bedeuten, denn es ist einfach nur so, dass Ihnen jetzt aktuell etwas gehört, was früher einmal Sokrates gehört hat. Solange es keine
geistige, mentale Verbindung zwischen ihnen und Sokrates gibt, also solange sie keine Erinnerungen haben an das, was Sokrates in Athen auf der Agora so getrieben und erzählt hat, solange kann man nicht behaupten, dass sie Sokrates sind. Diese metaphysische Seele, dieses metaphysische Ego wäre einfach noch irgendein anderes zusätzliches Ding zu ihrem Körper, das aus etwas besteht, was weitergereicht werden kann innerhalb der Welt, aber was nicht ausmacht, dass sie es sind. Und umgekehrt, ich kann nicht sagen, dass die Seele immer dieselbe ist, weil sie meine ist. Denn warum ist diese Seele, die ich jetzt gerade eigentlich habe, meine? Das war ja die Frage, um die es überhaupt erst ging. Die Frage, was meine personale Identität ausmacht. Ich kann dann nicht einfach meine personale Identität schon mal als gesetzt ansehen und sagen, meine personale Identität garantiert, dass meine Seele dieselbe ist. Und meine personale Identität besteht darin, dass ich dieselbe Seele habe. Wir drehen uns dann im Kreis. So, was ist jetzt hier das zugrunde liegende Problem? Nagel sagt, es ist wieder einmal Subjektivität versus Objektivität. Subjektiv gesehen hat personale Identität einen ganz klaren Sinn. Ob ich nach dem Teletransport auf den Mars erleben werde, was die Person auf dem Mars erlebt oder nicht, das ist eine ganz klare Frage. Absolut klar, und auf diese Frage muss es eine eindeutige Antwort geben. Entweder mein Erlebnisstrom, also das, was jetzt um mich gerade herum im Bewusstsein so passiert, geht nach dem Teletransport weiter oder nicht. Entweder die Lichter gehen aus und sie gehen wieder an oder sie bleiben aus. Das sind zwei absolut klar voneinander unterscheidbare Zustände. Bin ich noch da oder bin ich nicht mehr da? Das heißt, in der subjektiven Perspektive ist ein Selbst, ein wie es ist, ich zu sein, immer klar vorhanden. Wir wissen, wie es ist, ich zu sein. Wir wissen, was es bedeutet, dass ich ich bin und dass ich da bin. Aber eben nur aus der subjektiven Perspektive. In einer objektiven Perspektive, einer objektiven Beschreibung der Realität, da fehlt dieses Ich, da fehlt dieses Selbst. Keine Liste von objektiven Fakten, die man über mich oder sonst irgendjemanden runterrasseln könnte, enthält ein solches Selbst. Es ist durchaus möglich, alle möglichen objektiven Fakten über mich aufzuzählen und dann am Ende immer noch die Frage zu stellen, okay, und diese Person, von der du jetzt die ganze Zeit geredet hast, bin ich das oder bin ich das nicht? Also, es sieht einmal wieder einmal so aus, als wäre das Selbst, als wäre etwas, das Selbst in diesem Fall hier, subjektiv real und wichtig, genau wie bei der Freiheit oder beim Sinn des Lebens, wie wir es eben gesehen haben. Also es sieht aus, als wäre etwas subjektiv gesehen real und wichtig, was objektiv gesehen nicht erfassbar ist. Und das scheint also, so stellt es sich inzwischen heraus, die Grundform dieses Problems zu sein, die nicht zu eliminierende Realität des Subjektiven. Das Subjektive widersetzt sich beharrlich allen Versuchen, es in einer objektiven Sicht der Welt aufgehen zu lassen. Wie kann man dieses Problem lösen? Da werden wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr drüber hören.